hallo ihr Lieben, das ist schon der Pater, Erfolgsbildungscoach, Diplompsychologe und so weiter und so fort. Ereignisse überschlagen sich mal wieder in der Trash-Welt und der Welt der vielleicht oder sehr wahrscheinlich toxischen Beziehungen. Und zwar, eigentlich wollte ich da nichts mehr zu machen, aber es passt jetzt einfach so gut und es bietet sich so an. Ich glaube, es bringt auch einen interessanten Mehrwert für viele von euch. Wollte ich diese Situation von Mike Zies und Michelle Mombalin nochmal beleuchten. Für mich eine der destruktivsten toxischen Beziehungen, die ich so im Trash-TV gesehen habe. Also ich fand das damals im Sommerhaus der Stars höchst beunruhigend, was da passiert ist. Also wie er sich da auch überhaupt nicht im Griff hatte, diese ganzen Dynamiken, habe das besprochen, Wetter auch. Ich habe meiner Ansicht nach alles dazu gesagt. Ich habe gesagt, das wird nie funktionieren, weil diese Beziehungen immer gleich laufen. Und ich habe da jeden Tag damit zu tun hier. Und noch eine Runde wird es alles noch schlimmer machen. Und ich hatte leider, ich bin ja immer die Psycho-Hexe hier, aber ich leider wieder mit allem recht gehabt. Nicht, weil ich so ein toller Typ bin, mich natürlich auch, aber weil das diese Dynamiken halt immer die gleichen sind, so, ne? Und da noch eine Runde zu drehen, ist ein Irrsinn, so, ne? Also ganz egal, wer da jetzt was gemacht hat. Wie hat damals mein Ausbilder immer gesagt, das ist wie mit verbundenen Augen über die Straße gehen, irgendwie, über nicht die Straße, über eine Autobahn, vollbefahrene Autobahn, ne? Und das würde ich halt gern beleuchten, weil nicht nur war das Sommerhaus einfach ein Ausbund von, also wirklich ganz, ganz schlimm, nicht nur hat RTL dann eine Psychologin da im Wiedersehen oder in so einem extra Ding zu Wort kommen lassen, die dann gesagt hat, ja, irgendwie so eine Richtung, nur die Liebe zählt und macht so eine Paartherapie, so eine super Idee, wo ich gesagt habe, Leute, wenn man nur einen Funken Ahnung hat von toxischen Beziehungen, weiß dann, dass das ein absoluter Irrsinnsempfehlung ist, ne? Was ich immer wieder sage, macht keine Paartherapie. Ich bin selber Paartherapeut. Ich würde sagen, ich bin ein super erfahrener Paartherapeut. Ich würde mir das nicht zutrauen, mit sowas zu arbeiten. Weil dann nur Mucks bei rauskommt. Du wirst auch das werden wir ja auch sehen heute, wir werden uns viele Seiten angucken, du wirst einfach ohne Ende reingezogen und ehe du dich versiehst, bist du Teil von so einem wirklich völlig destruktiven System und weißt nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Und deswegen ist das auch ein großer Teil in meinen Ausbildungen zum Coach bei Menschen, die in toxischen Beziehungen waren oder auch in meiner Paartherapie-Ausbildung, solche Situationen zu vermeiden, ne? Und ich weiß, alle denken hier immer auf YouTube, ich bin ja selber Psychologe, braucht niemand studieren. Na, vielleicht doch irgendwie. Und aber gut, für den Kontext noch ein bisschen, das war ja schon ganz schwierig. Dann, wie gesagt, diese unsägliche Sache da, ja, mit nur die Liebe zählt und so. Oh Gott, ja. Dann hat er zwischendurch einmal uns YouTuber bedroht, auch sehr lustig. Dann wurde ein YouTuber, weiß nicht, Tana ist also noch mehr ins Fadenkreuz geraten, will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber der eben so persönlich auf einer Veranstaltung über den Weg gelaufen ist, auch sehr unangenehm, wirklich. Dann war er, glaube ich, Kampf der Reality Stars, da gab es auch, haben auch Leute gesagt, das war irgendwie alles ein bisschen weird teilweise, aber gut, ich weiß, warum, ich bin ja echt gegen Canceln. Aber warum der da immer wieder rein muss, ich weiß nicht, also irgendwo muss man auch mal vielleicht auch mal überlegen, ob es irgendwo Grenzen gibt, aber gut, dann war er bei, das ist wirklich erstaunlich, ne, also was man sich alles leisten kann, so, aber gut, dann war er bei Promibüßen, okay, das war jetzt, glaube ich, jetzt nicht super auf, kein super Aufreger dabei, glaube ich, wenn mich recht entsinne. Weiß jetzt auch nicht mehr genau, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und dann war wohl, jetzt heute ist auch ein Video rausgekommen bei Ramon Wagner, It-Girl-Agenten früher mit Michelle und einer Arielle, wo dann die sich, glaube ich, über anderthalb Stunden teilweise auch echt schlimme Sachen erzählt haben, kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber auch eben, dass, also nicht nur, also mit dieser Arielle ist er dann fremdgegangen, die waren ja verheiratet 4 Jahre, wenn sie da arbeiten, in der Paartherapie geht, ja, aber der ist mal fremdgegangen, aber gut, ich meine, ich habe sowas auch schon, alles gab es in der Paartherapie, ja, dass du dann stundenlang arbeitest, wunderst dich, es geht nicht weiter, warum, ja, weil irgendjemand natürlich schon wieder fremd geht, ja, und mit dieser Arielle, die dann da auch saß und und auch angeblich dann auch vorher fremdgegangen ist. Und dann hat die Michelle aber auch nichts, also
Ich meine, die ist auch in einer doofen Situation jetzt, aber darauf, das würde ich heute gerne mal beleuchten, auch die, was ich mal Pluspol nenne, die Seite des Pluspols. Wenn das alles so schlimm war mit dem, warum muss man da, warum muss man nochmal in eine Sendung gehen mit dem, warum? Und ihn nochmal um den Hals fallen und im Bett mit ihm kuscheln, warum? Warum? Also das ist auch, ich meine, ich weiß natürlich, warum, es gibt Antworten darauf. Also ich kenne die jetzt ja auch nicht, weiß auch nicht genau, was bei denen los ist, aber klar, was da immer gesagt wird, Trauma-Bonding und Stockholm-Syndrom oder was weiß ich. Ja, mag ja alles sein, weiß ich jetzt nicht, aber irgendwann, und darauf würde ich gerne mal hinaus heute, muss sich jeder mal fragen. So, ich werde gleich auch nochmal ein Video von Mündenny nochmal kommentieren dazu. Irgendwann muss sich jeder mal fragen, und da könnt ihr noch so viel rumhacken auf und sagen, euer Partner ist Narzisst, ein Psychopath, also keine Ahnung, was mit Mike los ist, aber also dazu kam jetzt, wurde heute auch noch ihm vorgeworfen, dass er so Gewaltandrohungen gemacht hat. Das ist natürlich überhaupt nicht lustig, also gar nicht. Das wäre ja auch juristisch vielleicht ein Problem, sag ich mal. Oh Gott, das ist alles so schrecklich. Aber gut, ich will da gar nicht so das ganze Drama einsteigen. Aber warum geht man da rein? Also irgendwann muss für jeden, der sich in solchen Beziehungen befindet, muss der Punkt kommen, wenn man da jahrelang drin ist und immer noch eine Runde dreht. Selbst wenn der, da kommen wir gleich auch noch zu, wenn der Paartherapeut das gesagt haben sollte, dreht doch noch eine Runde, musst du dich irgendwann fragen, warum mache ich das? Warum lasse ich mir immer wieder, also was ist, ich sage ja immer wieder, wenn dir jemand ins Gesicht schlägt, ne, ist vielleicht ein hinkender Vergleich jetzt, und der macht es immer wieder, warum gehst du immer wieder in die Nähe von dieser Person? Also nicht, dass er das gemacht hätte jetzt, ne, aber oder wenn jemand dich schlecht behandelt, warum gehst du immer wieder hin? Ne? Warum suchst du immer wieder diese Erfahrung? Ich meine, ich weiß, dass man da so reinrutschen kann, und das ist auch ein interessantes Dokument, sag ich mal, dieses Video von Ramon Wagner, weil die dann auch sagen, ja, und dann dachte ich, ist ja auch so nett zwischendurch, dann sage ich ja immer, ja, Nordkorea ist auch mal schickes Wetter, sage ich dann ja immer gern. Ja, da ist dann nett zwischendurch, ja. Ich dachte, ich will auch gar nicht so viel über ihn jetzt reden. Wer weiß, was mit ihm ist, ich habe keine Ahnung. Aber du musst dich irgendwann fragen, unabhängig davon, wie dein Partner dich behandelt, warum du immer wieder zurückgehst, noch eine Runde, mit ihm in Fernsehshow gehst. Und da muss ich auch sagen, und das würde ich heute gerne mal betonen, auch wenn sie bestimmt in einer ganz beschissenen Situation jetzt ist oder vielleicht Angst vor ihm hatten, was wirklich schlimm ist, ne? Tut mir echt total leid. Und ich hoffe, da kommen alle gut raus, und ich wünsche allen nur das Beste, wirklich, ich wünsche allen wirklich nur das Beste. Aber man muss sich irgendwann, und ich weiß, das kommt auf Social Media viel zu kurz, dieses sich selbst mal beleuchten, warum mache ich das? Das wird immer so für normal hingenommen, und ja, der hat mich halt süchtig gemacht und ich konnte nicht anders. Aber dann sagt ein Mike Zils sagt vielleicht auch, keine Ahnung, ich bin nur so ausgerastet, weil du das und das gemacht hast. Also man kommt da nicht weiter. Man muss irgendwann mal sehen, es gibt nur eine Spielfläche, und das ist meine eigene. Es gibt nur eine einzige fucking Spielfläche, die ich bearbeiten kann. Und das ist meine eigene. Da kann ich mich noch so viel aufregen über den Partner. Das ist auch manchmal in der Beratung so schwierig, wenn die Leute immer wieder zurückgehen. Ne? Ich meine, da kann man letzten Endes, kannst du auch nichts machen, weil diesen Schalter im Kopf umlegen, dass du sagst, ich muss mal überlegen, warum ich das mache, ne? Was hat das vielleicht mit meinem Charakter, meiner Kindheit, whatever zu tun? Das ist einfach nur, das ist noch nicht mal richtig Psychologie, das ist einfach gesunder Menschenverstand, mal zu überlegen, warum mache ich das? Und diesen Schritt machen viele nicht. Und selbst wenn sie dann sagen, okay, ich gehe da nicht wieder zurück, dann kommt die nächste Beziehung und die ist unter Umständen genauso beschissen, weil du, wie ich immer sage, dein Liebeschip nicht umprogrammiert hast und weil du immer mit dem gleichen Suchmuster durch die Gegend rennst und nie über dich selber nachdenkst und immer nur sagst, ja, ich bin das Opfer, bist du ja auch, ne? Also ist sie jetzt auch sicherlich, weil sich das so anhört, mutmaßlich. Aber du kommst nie drüber nachdenken, warum bin ich da eigentlich nochmal reingegangen? Warum? Also, und das ist nicht trivial so, ne? Und ich muss mittlerweile sagen, mich triggern manchmal dieses pluspolige Verhalten triggert mich genauso an wie dieses minuspolige, weil dieses immer wieder reinrennen, immer wieder nett sein und nochmal kuscheln und ja, also mich triggert das inzwischen echt genauso an. Ich weiß auch nicht, wie es euch damit geht. Ja, also das ist mal das eine. Da muss ich vielleicht noch dazu sagen, also wenn das wirklich stimmen sollte, also die Michelle hat gesagt bei dem Ramon Wagner Video, dass die Paartherapie hätte sie ermuntert, dazu prominent getrennt zusammenzugehen und es nochmal zu versuchen. Also Leute, wenn so eine Beziehung so chaotisch läuft, ne, ich das ist alles Hörensagen, ich weiß nicht, ob es so war. Und ich denke, das können wir auch vorstellen, dass Michelle vielleicht auch eine eigene
klar, fürs eigene Ego ist vielleicht auch toll, in so einer Show zu sein und so. Da wird sicherlich mehrere Gründe gegeben haben. Aber das wollt ihr eben nicht. Ihr wollt, das sage ich auch wirklich an vielleicht die Paarberater, die zuhören, ihr wollt so eine Verantwortung gar nicht übernehmen, dass ihr so eine Chaosbeziehung, dass ihr denen sagt, dreht doch noch eine Runde und dann passiert irgendwas und dann denkt ihr euch, Alter, was habe ich getan? Wie konnte ich denen das empfehlen? Und es ist auch echt schwierig, wenn man so aktiv, ich weiß nicht, wie das bei Michelle ist, wenn man so aktiv liebessüchtig ist, also man hält sich so knapp in null Kontakt und dann kommt irgendjemand, habe ich auch erlebt in meiner Historie, da kommt jemand und sagt, das ist doch eine ganz nette oder ein ganz netter und natürlich kannst du noch eine Runde drehen, nur die Liebe zählt, zack, bist du wieder drin. Das ist eigentlich, kann man eigentlich gar nicht verantworten, aber gut, die Paartherapeutin scheint sich da irgendwie abgegrenzt zu haben. Also viele Leute erzählen ja auch immer, was in der Therapie gelaufen ist oder in der Beratung und ist überhaupt nie gesagt worden. Und zweit hat sie es auch nicht gesagt. Aber ja, warum, also da kommen wir gleich noch zu, warum muss man sich damit dann auf Instagram präsentieren? Also ich würde froh sein, wenn das keiner rauskriegt, dass ich da Paartherapeut war. Muss ich auch echt sagen, warum wird auch so, also ich bin wirklich überhaupt nicht gegen Canceln, aber wenn man doch merkt, das sind total destruktive Dynamik am Werk. Ne? Und das war auch schon im Sommerhaus. Also für mich ist es auch nichts Neues. In einem Video bei Ramon Wagner wurde gesagt, er hat sich verändert. Also ich weiß ich nicht, aber ich sehe, also ich finde, das alles, was man jetzt sieht, war auch schon, hat sich schon abgezeichnet irgendwo. Ne? Warum muss dann so einer Storyline Raum gegeben werden, in dem die da damals, ich glaube, was nicht, einmal oder zweimal stundenlang bei Ramon Wagner sitzen und wie gesagt, diese destruktive Story da weitergesponnen wird im Video bei ihm. Ich weiß es nicht. Ne? Ich meine, jetzt, das ist, fand ich jetzt gut heute, das Video. Aber da muss man sich, glaube ich, als Content Creator auch mal hinterfragen, ob man, ich will jetzt nicht gar nicht sagen, solchen Personen eine Plattform gibt, sondern, mein Gott, soll jeder machen, was er will, aber ob man sagt, ich will dieser destruktiven Storyline, möchte ich wirklich eine Plattform geben, das sollte man sich wirklich mal überlegen. Und da hat nämlich ernsthaft nochmal wieder, ich weiß es nicht, was sie vom Beruf genau ist, aber irgendjemand, der sagt, ist Coach bei toxischen Beziehungen und gegen Narzissmus und hat ernsthaft, das kann man sich wirklich ausdenken, hat ernsthaft auch wieder Mike Cees interviewt, um mal seine Seite zu hören. Also damit strickt ihr einfach mit an dieser, ich weiß ja gar nicht, ob er das bewusst macht oder unbewusst macht, ich will da auch gar nicht drüber mutmaßen, aber strickt ihr mit an dieser, dass dieser toxische Brunnen immer größer wird, ne? Und dass das immer weiter in dieser toxischen Storyline gestrickt wird und auch den Leuten, die da vielleicht unter ihm gelitten haben, auch geschadet wird. Also wie, wenn sowas im Raum steht, ne, dass da vielleicht auch schlimme Drogen passiert, da kann man doch nicht. Das ist wirklich, als wenn ein Typ eine Bank ausraubt und das Erste, was du machst, ist den Bankräuber interviewen, ne? Und na, hat die Mutti dich dann auch zu spät aus dem Kindergarten abgeholt und ach du Armer und ja, und wie konnte, ja, und die, also das ist ja ein Ding und ja, und du hast ja bestimmt auch Verletzungen in deinem Leben. Ich weiß nichts von Mike Leben. Ich weiß nur, dass es Leute gibt, die verhalten sich, sorry, ein bisschen arschlochmäßig, also wie auch immer ihr das jetzt bei ihm nennen wollt, weiß ich nicht. Ich kenne die nicht. Aber die verhalten sich nicht in Ordnung und die haben aber nicht immer gleich ein psychisches Problem. Die sind einfach so, ich weiß es nicht, ne? Also man muss sich ja nicht mal alles, das ist nicht immer alles die Kindheit, vielleicht ist das was bei ihm, ich weiß es nicht. Aber wie kann man dann in solchen, ich weiß nicht, wie kann man dann, und dann wird er auch noch verlinkt und also natürlich wollen wir alle Klicks machen und gerade Reaction-YouTuber leben vom Drama, aber es muss doch irgendwo mal eine Grenze geben, wo man sich überlegt, will ich wirklich diese Storyline weiterdrehen. Und also bei Ramon Wagner ist es auch, man ist auch irgendwie Trash-Gold, so leid mir die auch tun, die, also wirklich tut mir echt leid, die Mädchen, aber wenn ich das auch höre, dann so die Ariel mit, ach, dann waren wir noch im Kit-Kat-Club, was ist das Kit-Kat-Club in Berlin. Also würde ich mal sagen, kann man ja alles machen, jeder muss mit seinem Leben machen, so will, aber bestimmt niederschwingend, es hell und da haben wir noch zu dritt und die, oh, ich meine, wenn man immer wieder reinspringt in die Toxik oder ins, wie soll ich mal sagen, ins Dopamin, ja, ist halt schwierig, gut, ne? Ja, also das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen, auch, das wird aber auch deutlich dann im Video, vielleicht verlinke ich das hier drunter auch nochmal, ja, wie es zu solchen, wie so einer, aber ich will euch da auch nicht anträgern, also lasst euch nicht anträgern davon, wie sich dann so Abhängigkeiten so ausspielen und, aber es ist auch schon krass und natürlich wird das auch wieder genutzt, aber gut,
Ich weiß nicht, kann man das kritisieren, kann man es nicht, dass Michelle natürlich ihren Kanal auf privat hat, nicht weil sie nicht will, dass niemand auf ihr Instagram geht, nein, damit sie natürlich aus diesem ganzen Drama nochmal möglichst viel Follower eingesammelt werden. Ich weiß auch nicht, ey. Und keiner denkt mal drüber nach, die Ariel auch so, ja, ist doch, warum nicht, sie hatte eine coole Ausstrahlung, wenn man noch genau weiß, die kennen sich alle, man weiß, wie der war und so. Warum muss man den dann unbedingt, ich meine, wenn man es nicht weiß oder ich weiß nicht, aber warum muss man den unbedingt daten und wundert sich dann, wenn er vielleicht irgendwie nicht viel Dolles mehr rauskommt? Ich weiß es nicht. Also man muss irgendwann auch mal überlegen, was ist eigentlich mit meinem Liebeschip los? Und nicht einfach, ja, yeah, er hat halt, ist halt so und so oder hat eine coole Ausstrahlung. Warum steht er auf Bad Guys? Also jetzt Bad Guys im breiteren Sinne, wisst schon, wie ich es meine. Ne? Warum ist man so dramasüchtig da? Ne? Und das muss man irgendwann mal hinterfragen, ne? Sonst geht es irgendwie nicht weiter. Ne? Ja, jetzt kommen wir mal zu dem Video von Danny. So, ich hoffe, ich kriege das hier gut umgeschaltet. Tada. Gut, gehen wir mal gleich rein. Ja, dynamisch, das gucken wir heute an. Das cooler Typ übrigens, macht echt gute Reaction-Videos, sehr ausgewogen. Ich kann auch seine Meinung oft teilen, verlinke ich, kann ich sehr empfehlen. Hat mir auch gesagt, hey, kannst gerne darauf reacten. Vielen Dank dafür, Danny, und gehen wir mal gleich rein. Das ist das Thema. Und wenn ihr sagt, Mensch, Danny, wir wollen nichts mehr von Prominent getrennt verpassen, dann fühlt euch herzlich eingeladen, euch dieser krasses Wachstum übrigens mittelgroßen Trash-Familie ja anzuschließen. Für alle, die sich fragen, was ist das für ein Poster? Das hat etwas mit diesem Video zu tun. Dort habe ich das Sherry Sherry Lady Bundle, weil ihr alle gefragt habt, ausgepackt, ein Unboxing. Das war sehr, sehr interessant. Solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Und natürlich heute Abend, 19 Uhr, live auf YouTube. Ich habe eine Überraschung für euch. Das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Und da sprechen wir natürlich auch über Prominent getrennt. Gut, ich würde sagen, wir holen als erstes das Katzenreporter-Handy und gucken erstmal uns an, wer denn diese Person ist. Also, das ist ein Psychologe, so zumindest die Instagram-Bio, ein Live-Mental... So, jetzt kommt der absolute Oberhammer. Es ist wirklich, jetzt hat sich die Paartherapeutin von denen gemeldet und hat natürlich auch nichts Besseres zu tun, als auf Instagram über diese Paartherapie zu reden. Das kannst du echt nicht ausdenken. Und steht jetzt Psychologe. Ich habe mal im Internet, habe ich sie mal in den Namen gegoogelt. Da sieht man, also ist auch kein Impressum, ist ja alles, scheißen ja alle auf alles Impressum, wofür braucht man ein Impressum? Mir doch alles scheißegal. Und dann, wenn man mal unten guckt, msc.clinical psychology, schreibt mal psychology nicht mit H oder ich weiß nicht, oder im Amerikanischen nicht. Ich glaube schon, man schreibt, also wenn der Instagram-Name vielleicht schon falsch geschrieben mag, das ist auch so schlimm, wirklich. Und wie gesagt, also ich habe es mir mal gegoogelt, es steht nur psychologischer Berater, keine, sieht nichts von Ausbildung, kein Impressum, kein gar nichts. Also wenn ich auch schon dieses Kanal sehe, gut. Hatte nichts Besseres zu tun, als, also hat er schon mal die Erlaubnis dafür gekriegt, dann darüber zu posten. Ich meine, ich habe auch berühmte Klienten, aber postet doch nicht über die, also ich... Coach und TV-Expertin und die steht in Verbindung, seht ihr ja schon mit... Ja, TV-Expertin, also ich habe jetzt nur irgendwas gesehen bei ihr mit Shopping Queen oder so, aber gut, vielleicht habe ich ihre TV-Karriere verpasst. Ich weiß es auch nicht, ich will es auch nichts Falsches sagen. Mike Zies und Michelle, kann man so sagen, sie hat hier auch irgendwas von Mikes Profil in ihrem Feed gespeichert, warum, weiß ich nicht, habe ich mir nicht angeschaut. Ja, was macht man als Usus heutzutage als Paartherapeut, dass du Sachen aus dem Feed von einem Klienten nimmst. Und man sagt auch nochmal, ich weiß nicht, wie es bei ihr ist. Also es gibt Paar, also ich kenne auch Paartherapeuten, die haben ein Wochenende Ausbildung. Ne? Also die haben vorher, weiß ich nicht, Aquarien verkauft oder was. Also wirklich, überlegt euch, zu wem ihr geht. Ich sag's ja nur. Aber vor einigen Tagen ist mir schon eine Instagram-Story aufgefallen. Da war ich ein bisschen verwundert. Die möchte ich euch einmal zeigen. Und zwar war es diese Story. Die ist jetzt, wie gesagt, einige Tage alt. Aber darauf bin ich aufmerksam geworden. Und da schreibt sie, Mike und Michelle befanden sich bei mir nie in Psychotherapie, sondern... Ja, also völlig in Ordnung, da diese Unterscheidung zu machen. Ist auch wichtig.
Aber offensichtlich hat es ja schon Kritik gegeben. In einer Paarberatung. Ich werde mich zu der Trennung in Einverständnis der beiden äußern. Und dann ganz dick drauf markiert Mike und... So crazy. Michelle. Genau, ich habe erstmal gebraucht, diese Information zu verstehen, die dort drin steht. Da steht drin, ich werde mich dazu äußern. Warum? Also warum muss ich denn jetzt hier die Paarberatungsstelle oder die Paarberatungspsychologin zu Mike und Michelle äußern? Öffentlich, warum denn? Also das ist die große Frage, aber wir dürfen uns gar nicht mit dieser Frage allzu sehr beschäftigen, denn jetzt ging das Ganze... Ich meine, es ist eigentlich jetzt wieder dieses, sorry, wenn das wieder sich jemand anträgert, dass dieses verzweifelte Lachen wieder bei mir, weil... Diese Paartherapeuten, sie wissen nicht, was sie tun. Ihr könnt Leuten richtig schaden, wenn ihr eine toxische Beziehung in Paartherapie habt. Das kann richtig nach hinten losgehen, weil derjenige, der Opfer ist, sage ich jetzt auch mal, wenn ihr es nicht erkennt, was da passiert, dann geht er nochmal 10-mal mehr als Opfer raus. Das ist richtig gefährlich. Also deswegen sage ich immer, keine Paartherapie bei toxischen Beziehungen. Oder wenn ihr meint, ihr seid irgendwie mit einem eiskalten Narzissten zusammen, keine Paartherapie. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das bei denen ist, aber keine Paartherapie, das sind alles, ich rede mir jetzt wirklich seit 8 Jahren mundfusselig und dann kriege ich immer wieder so eine Scheiße präsentiert und geh doch zu jemand, ich weiß nicht, vielleicht hat sie eine Ausbildung, ich weiß es nicht, aber ich sag's nochmal, geh doch zu jemand, der eine Ausbildung hat, ne? Oder wenn euch das interessiert, dann mach doch eine gescheite Ausbildung, Mann, ich biete auch sowas an, aber egal, macht's woanders. Es ist einfach unfassbar. Das ganze Thema weiter und jetzt habe ich mich auch dazu, sagen wir mal, inspiriert lassen, darüber zu sprechen, denn dann folgte jetzt eine zweite Story und das fand ich auch sehr merkwürdig, nämlich ein Fragesticker, Q&A. Mach die. ein Fragesticker über eine laufende oder gerade stattgefundene Paartherapie. Also, das ist was, also ich meine, heute, ich glaube, jetzt habe ich echt alles gesehen auf Social Media. A-Statement, Mike und Michelle prominent getrennt. Das heißt also, Q&A ist, ihr könnt eine Frage stellen und die Psychologin antwortet drauf. Habe ich nicht so ganz verstanden, wie es gemeint ist. Könnte es so gemeint sein, dass die Zuschauer ihr jetzt Fragen zu der dynamischen Ehe von Mike und Michelle fragen dürfen und die Paartherapeutin antwortet darauf? Empfand ich als cringe. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Das fand ich jetzt erstmal merkwürdig. Aber gut, wenn Michelle und Mike damit zufrieden sind, dass hier die Paartherapeutin öffentlich über sie redet, dann geht es, sagen wir mal, alle etwas an, weil alle müssen es ja sehen, wenn sie reinschauen. Aber es ist und ich... Ich meine, dafür... Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die ernsthaft eine Ausbildung haben, aber dafür macht man auf jeden Fall Ausbildung, um solche Sachen auch weiträumig aus dem Wege zu gehen. Was meint ihr, was da passieren kann, selbst wenn die jetzt gesagt haben, mach doch, also was da an Problemen auftreten kann. Deswegen, du fühlst dich einfach weiträumig von solchen Sachen fernhalten, weil die nur nach hinten schießen können. Ich weiß auch nicht, ich finde echt so fassungslos. Wirklich. Ich denke mal, das kann jeder verstehen. Erst einmal ein bisschen merkwürdig, dann folgte diese Story, welche denn aber heißt, mein letztes Statement zu Mike und Michelle auf ihren ausdrücklichen Wunsch zur Klarstellung einer Paarberatung. Beide befanden sich in der Paarberatung und arbeiten an sich und ihrer Beziehung. Sie haben beide den Prozess gebraucht, um sich zu reflektieren. Die Entscheidung, in die Trennung zu gehen, war nicht anders möglich. Manchmal müssen Paare die Beziehung den harten und steinigen Weg gehen, die sie sonst nicht loslassen können. Eine Trennung ist kein Versagen, es ist... Alles richtig, aber meiner Ansicht nach wäre das alles nicht notwendig gewesen. So. Und wie gesagt, man schafft nur ein neues Risiko. Also ich bin wirklich, ich bin Leib und Seele Paartherapeut, wirklich, ich liebe diese Arbeit. Aber es gibt einen Teil von Paaren, das ist auch egal, wer welcher Rolle hat oder was da ganz genau passiert. Also diese Dynamik in diesen Paaren machen das zu einer Kontraindikation für Paartherapie und das muss man einfach wissen irgendwie. Ne? Das ist eine Entscheidung, die Verantwortungsbewusstsein bedeutet. Ich wünsche den beiden alles Liebe auf ihren weiteren Lebensweg. Dieses Statement passte für mich nicht zu dem Q&A. Also wenn sie... Das ist einfach crazy. Natürlich einmal verlinken. Also man sollte nicht unbedingt mit seinen eigenen Klienten versuchen, Klicks zu machen. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Hier sagt, das ist mein letztes Statement und hier fragt sie aber ihre Zuschauer, was habt ihr für Fragen zu Mike und Michelle? Das hat mich gewundert, aber es kam denn dann doch noch einmal etwas nach diesem Statement, nämlich eine Frage aus den Zuschauern. Was war deine Meinung, an wem der beiden es eher liegt, dass es nicht funktioniert? Das war eine Frage und da antwortet sie, in der Desillusionierungsphase geben viele Paare ihre gemeinsame Beziehung auf und trennen sich. Übrigens tatsächlich häufig zwischen dem 4. und 7. Beziehungsjahr. Phase 4 belohnt nun die Paare, die durchgehalten haben mit Commitment und Verbund. Also dieser Satz ist nicht falsch, tatsächlich habe ich auch in meinem, habe es gerade nicht hier liegen, in meinem neuen Buch, Lange lebe die Liebe, habe ich auch gesagt, nach
4 Jahren kommt statistisch noch eine schwierige Phase, weil sozusagen weltweit gehen die meisten Beziehungen so im Schnitt nach 4 Jahren auseinander. Aber, also der Subtext ist ja, die gehen nicht auseinander, weil es so super destruktiv ist, was da läuft, sondern weil sie 4 Jahre zusammen sind. Ich meine, das ist, also das kann man sich nicht ausdenken, wirklich, das kann man sich nicht ausdenken. Undenheit. Zitat Ende. Da ist sie, die Expertin. Aber das hat mich, und das könnt ihr, denke ich mal, nachvollziehen, alles ein bisschen gewundert. So, warum gibt es jetzt da diese Psychologin? Vielleicht ist sie total bekannt und ich kenne sie nun wieder nicht. Das kann sein. Das ist etwas, was ich jetzt gar nicht so tragisch finde. Ich kann nicht alle Menschen, die irgendwie im TV stattfinden, kennen. Aber ihr versteht, dass ich hier ein bisschen verwirrt war. Und ich glaube, man muss kein Experte, keine Psychologin sein, um herauszufinden, dass bei Mike und Michelle in der Partnerschaft irgendwas ganz gewaltig gegen den Küchentisch gelaufen ist. Ja, und das ärgert mich immer so, wenn man dann diese Experten hier durch den Kakao gezogen werden, zu Recht natürlich. Das ärgert mich immer, weil dann so ein, Licht, so ein Blick, so ein Scheinwerfer auf Psychologie geworfen wird. Das ist alles nur, wirklich, dass man denkt, das sind alles Weirdos, die das machen. Ne? Und das finde ich echt total schade. Ne? Irgendwas funktioniert dort nicht richtig. Da, ich denke, da sind wir uns alle einig. Und ich glaube, Mike und Michelle würden auch sagen, dass in ihrer Ehe nicht alles super lief. Sonst wäre man ja nicht getrennt. So, jetzt ist es aber ganz spannend, denn Michelle hat sich jetzt auch zu Emmy und Emily, glaube ich, heißen die. Habe ich jetzt die Namen richtig? Entschuldigung, Gina und Emily. So ist richtig. Emmy und Emily, ja. Gina und So, jetzt wird es interessant, vor allem für die mir schon länger folgen, hier mit Prominent getrennt auch. Jetzt haben wir also Gina und Emmy, die ja auch, wo ich gesagt habe, das ist für mich eigentlich so, dass wer auch immer da welche Rolle hat, so das Toxi-Paar. Genau, also das ist ja auch so ein paar, also das ist ja ständig antriggern und anschreien und anspucken und ja, also nur mal so zum Hintergrund. Ansonsten tut die mir richtig leid, ich weiß auch nicht, die wissen einfach nur nicht, wie sie herausfinden, aber keine Ahnung. Emily geäußert, die hier heftig aneinander geraten sind. Etwas, wo ich auch mit dem Kopf geschüttelt habe und mich gefragt habe, was ist denn mit diesen Leuten los? Wir gucken uns die Szene von Prominent getrennt doch einmal an, damit ihr auch alle wisst, weil ihr alle gefragt habt, worüber wir hier alle sprechen. Und dann hören wir uns das Statement von Michelle an, wie sie das erklärt. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Und zwar, da brauchen wir genau den Clip, den habe ich, na, wo habe ich ihn? Da habe ich ihn. Okay, wir schalten mal aufs Tablet rüber und gucken nochmal rein in die Szene. Was ich peinlich finde, du bist einfach richtig. Also wirklich, Gina, du bist einfach ekelhaft. Mich. Das ist fucking asozial. Spuck mich nicht an, Junge, spuck mich nicht an, du hast mich angespuckt. In meiner Reaction habe ich dazu auch schon gesagt, dass dieser Griff hier übergriffig war. Absolut, das war viel zu viel. Dass man beim Reden, wenn man impulsiv spricht, auch mal ein bisschen spucken könnte. Das kann, glaube ich, jedem passieren, auch wenn es nicht so schön ist. Nicht mehr reden. Da sollte man vielleicht ein bisschen Abstand wahren, ja, aber das ist jetzt etwas, wo ich sage, das fand ich jetzt auch nicht korrekt, aber dieses hier war eine absolute Grenzüberschreitung. Habe ich auch schon in meiner Reaction zu Prominent getrennt gesagt. Ja. Schreite da jemand rum. Ich hoffe, es ist auf Kamera, wie ich sie gerade angespuckt habe. Ich auch. Ich habe deine Scheißdrecke gespuckt in meiner Fresse. Dich. Es war auf einmal wieder einfach so. So wie es halt immer ist. So, man redet und auf einmal wieder so. Dich. Oh, Mäuschen. Ich selber, du bräuchtest mal wieder richtigen Sex. Ich brauch guten Sex. Ja. Das hast du jetzt gerade nicht gesagt. Nee. Nein, sorry. Nein, ich würde sagen, dass wir sind halt barfuß. Du bist einfach nur peinlich und asozial. Du bist peinlich und asozial. Kleine, Alter. Ja. Das reicht diese kleine, Alter. Einfach dich, Alter. So, hier in der Szene habt ihr ja gehört, viele Beleidigungen sind von mir rausgeschnitten. Also, der Ton ist einfach weg. Nicht, dass ihr euch wundert, das hat einfach seinen Grund, weil ihr könnt euch alle vorstellen, warum. Jetzt hat sich aber zumindest zu Gina und Emily Michelle geäußert. Und da wollte ich mit euch auch nochmal reinhören, denn auch da hat sie eine klare Meinung zu. Wir hören mal rein nochmal bei Michelle, Feuer frei. Morgen, wie geht's euch? Boah, ich bin so müde. Ich hatte heute die Handwerker da um 7 Uhr. Ja. Und die machen ja auch nur einen Job. Die haben dann einfach mal um 7 Uhr das Radio angemacht. Obwohl noch die Hälfte geschlafen hat. Aber naja, waren dann alle gut drauf auf jeden Fall. Haben dann morgens eine Party gemacht mit den Handwerkern. Auf jeden Fall wollte ich mich noch zu Gina und Emily äußern. Weiß ich immer nicht, ob ich das immer so eine gute Idee finde, wenn man selber in einer dynamischen Beziehung vor Ort war. Beziehung im Sinne von zwei Menschen kommen zusammen, nicht ein Menschen setzt zusammen. Ist es immer schwierig, denn dann auch über andere
vermeintlich Problempaare zu sprechen. Finde ich schwierig. Ja? Hat man ja, in dem Fall hat man ja wirklich genug Schmutz vor seiner eigenen Tür wegzukehren. Das ist so einfach nur meine Meinung. Aber klar, auf der anderen Seite nutzen jetzt auch alle Beteiligten, das ist ja nicht nur Michelle, prominent getrennt, um darüber zu sprechen. Das machen wir hier auch. Wir sprechen ja auch drüber. Nur, dass wir halt vielleicht nicht so involviert sind wie Michelle selbst. Aber wir hören jetzt mal rein, was sie zu Gina und Emily zu sagen hat. Gina und Emily, da ging es direkt, als sie ins Haus kamen, richtig zur Sache. Ich fand das auch für die beiden sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, beide wissen auch, dass sie sich damit keinen Gefallen getan haben, dass das alles so hochgeschaukelt ist. Ehrlich gesagt, ich habe mit Gina auch telefoniert. Waren wir froh, dass gewisse Sachen da gar nicht gefallen sind. Was denn noch nicht? Also das, was wir gesehen haben, das hat ja ausgereicht, um hier eine vernichtende Meinung sich zu bilden über die beiden, ja, über beide. Und wenn wir aber noch nicht mal alles gesehen haben, also eigentlich könnte ich persönlich jetzt nicht schlechter von Gina und Emily denken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, ob ihr die Szenen gesehen habt. Ihr habt sie ja zumindest bei mir. Ich denke nicht schlecht von ihnen. Für mich sind einfach, ich weiß nicht mal, da noch nicht mal, wer welche Rolle hat, einfach massiv angetriggert. Beziehungen traumatisiert sie scheinbar in irgendeiner Weise. Aber was ich so, gut, ich habe es zum Teil gesehen. Egal, was noch passiert wäre, eigentlich wüsste ich nicht, was mein Denken noch verschlimmert. Das muss man einfach so sagen. Und deshalb hätte ich mir ehrlich gesagt für euch gewünscht, dass ihr, weil wir ja auch viel uns ausgetauscht haben, ja, also sowohl mit Emily als auch mit Gina, dass ihr Dinge dann noch im Hintergrund abklärt. So, das muss man jetzt mal vorstellen. Die Frau, die wirklich eine der, ich meine, vielleicht kann sie nichts dafür, eine der krassesten Beziehungen, die Reality-TV der letzten Jahre, würde ich sagen, geführt hat, ja. Meinetwegen ist sie an nichts schuld und ich weiß, ist mir auch scheißegal, ne? Die kritisiert jetzt die beiden. Also es ist für mich fucking unfassbar. Also das muss ich wirklich sagen. Ja. Und ja, aber Michelle, also dasselbe kann man ja auch von dir und Mike sagen. Auch ihr hättet ja im Hintergrund noch eine Menge klären können, damit es nicht so ist, wie es ist, wie es ist, aktuell, wie es ist, ne? Ich würde mir einfach für euch wünschen, dass ihr da die Dinge, die dann zum Glück auch nicht gezeigt wurden, im Hintergrund bespricht, weil bei Emily ist halt der große Nachteil, sie hat halt überhaupt keine Reichweite. Oh, vielleicht ist das sogar ein großer Vorteil. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen. Gut, lassen wir es mal dabei. Also nachdem, was man alles aus dem Sommer ausgesehen hat, dass die sich dann so über die stellt und sagt, spricht das mal hinter verschlossenen Türen. Und also das nach diesem ganzen, nach all dem, was man von denen gesehen hat, vor allem im Sommerhaus, das ist wirklich Trash-Gold. Sorry, Leute. Ja, gut, ansonsten hoffe ich, habe jetzt alles gesagt. Also hoffe, dass mein Anliegen ist deutlich geworden. Also auch wenn du immer nur das Opfer oder nicht nur ohne Anführungsstrichen das Opfer bist, du musst dich irgendwann überlegen, warum gehst du immer wieder dahin zurück? So, ne? Und da kannst, das kann man nicht nur auf den anderen schieben. So, ne? Das ist meine Meinung zumindest. Als solange ich noch geduldet werde auf YouTube, als jemand, der wirklich Erfahrung in diesem Bereich hat. Und das andere ist, macht keine Paartherapie und lasst euch da nicht reinziehen. So, ne? Auch als wenn ihr selber Berater seid, ich sehe bei mir einen Ausbildungspunkt. Lasst euch nicht reinziehen in diese Dynamik. Ne? Ihr werdet nur zu Statisten. Das sieht man auch an anderen YouTubern, die sich da reinziehen lassen. Und die werden nur zu Statisten da. Ne? Und das ist einfach, wir müssen uns alles, also wenn jetzt natürlich handfeste Dinge passieren, darf man, sollte man natürlich werten. Aber ansonsten, abgesehen davon, muss man das alles nicht, muss man jetzt nicht zwingend werten, sondern kann einfach sagen, nee, das ist, sorry, Das ist nicht die Energie, in der ich kommunizieren möchte, in der ich sein möchte. So, ne? Und möchte ich auch nicht weiter Energie reingeben, um das noch weiter aufzublasen. Das würde ich mir auch manchmal wünschen von Kollegen auf Instagram, YouTube oder sonst wo. Das haben wir mal so ein bisschen überlegt, facht man das Feuer dann nicht noch mehr an oder führt es wirklich dazu, was die mal alle sagen, wir sind so Aufklärer. Ja, dann, wenn ihr so Aufklärer seid, so Selbsternannte, dann weiß ich nicht, gibt so destruktiven Stories doch keine Nahrung, ne? Was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.